Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin am letzten Fragezeichen angekommen und es ist ein Segelboot. Ein schönes. Und da wurden... Ach, ich kann sogar zoomen. Okay. Aber ich will nicht zoomen. So. Wir tauchen in das Fass hinein. Gönnen uns das hier. Und was haben wir als Besuch? Ertrunkene? Oder wieder nur diese blöden Flugviecher? Sirenen. Wir haben Sirenen. Oder? Nee, es sind Ertrunkene. Schön. Wo sind sie denn? Einer ist direkt vor mir? Hä? Hä? Tschüss. Hey. Stirb. Okay, hier ist irgendwie einer, der ist tot, aber lebendig. Tot, aber lebendig, ja. Okay. Keine Ahnung. Verbuggt. Wundert mich nicht. Kann ich auf das Schiff drauf? Oh. Kann ich auf das Schiff drauf? Nein? Schade. Ich würde mir gerne das Schiff... Warum kann ich mir das Schiff nicht holen? Ich meine, das schwimmt. Also ist es noch voll in Ordnung. Ich lasse die Segel runter, setz mich ans Steuer und leg los. Wäre ja viel geiler, ey. Dieses komische Segelbötchen hier. Okay, das dafür braucht man mindestens eigentlich zwei Personen. Einer für die Segel, einer fürs Steuer. Ja. Oh, vielleicht noch einen für den Anker, obwohl der mit dem Segel könnte auch das mit dem Anker noch gleichzeitig erledigen. Wir machen erstmal eine Oh, wir können sogar zu dem Hafen. Das ist nice. Und dann geht's weiter mit dem Looten. Mit dem Looten. Das war mein Monsternest hier, okay. Oh, ich habe gar keine Markierung gesetzt für das nächste Dings. Da. Die Fragezeichen versuche ich in der Folge zu schaffen. Ich hoffe, das klappt. Gönnen wir uns noch eine Wasserflasche. Haben wir ja genug davon. Und unser Boot ist tatsächlich komplett heil geblieben. Tja. Schön. Ach ja. Oh, das sieht auch nice aus. Oh. Ah, nicht in die... Nicht in die Holzbretter, die sind gefährlich. Oh, da ist ja schon einer. Einer. Schade, nicht getroffen. Ah, Mist. Hey, treff die. Glück haben wir von diesen Dingern unendlich, ey. Ja, wo ist sie denn? Schreien hier rum, aber... Ah, da. Und das sind alles Echidnas. Nice.
Voller Headshot sogar. Nice. Mal kurz auftauchen. Hier ist wieder unser schöner Friedhof. Alter. Haben wir alle? Jo. Das ist noch eine Echidna. Ah, schade. Fast getroffen. Ja, das wird nicht treffen, aber probieren kann man es. Oh, ich dachte, ich hätte die getroffen. Lol. Das wäre ja mal mega nice gewesen. So schöner Friedhof, Alter, wie das aussieht. Das sieht so voll. Ja, okay. Wir gehen mal weiter. Wir waren das nicht. Ach, das waren schon die Viecher vom nächsten Fragezeichen. Ach so. Schon wieder dieses Viech. Ja, ich höre es, ich höre es. Sie verfolgt mich wieder. Nice. Einfach so mit der Armbrust. Und da war wieder dieser fette Wal, ey. Ich dachte, was ist denn jetzt wieder los? Aber hier sind nicht so viele Viecher zum Glück. Das ist nice. Wir hatten ja auch langsam genug von den Viechern. Also, wenn wir mit der Tour fertig sind, haben wir 1000 von den Viechern besiegt. Wohl so, so. 500 würden wir aber schaffen. Nur von den Viechern. Nur von den Viechern, die wir auf Wasser besiegen. Das sind ja so unbekannten Viecher, ne? Warte nicht gegen das Brettchen. Das macht unser Boot nämlich kaputt. Warum auch immer. Zur nächsten. Oh ja, es sieht wieder so schön aus. Ah. Okay. Ich will. Alter, ich dachte gerade, da wäre wieder dieser Wal. Das sieht so nice aus. Wann wir dieses blöde Segel nicht im Bild wäre, ne? Ah. Da ist eine Insel vor uns. Versunkener Schatz. Würde ich mal schätzen. Weil ich glaube nicht, dass es ein Schmugglerversteck ist. Oh nö. Wir sind tot. Oh. Unser Bötchen steht aber noch. Ich weiß nicht, wie unser Bötchen das überlebt hat. Alter. Yes. Hat unser Bötchen denn Schaden bekommen oder? Direkt mal austesten. Wir haben einen kleinen, okay. Aber. Naja. Was jetzt, du Stück Dreck? So. Geralt. So, Kriegsbeute war es sogar. Nicht versteckter Schatz. Kriegsbeute. Wo denn? Sag mir nicht, da ganz unten, ey.
Da. Da ist es. Ein kleines Kistchen. Aufsteigen. Okay, wir haben weniger Schaden bekommen, als ich gedacht hat, weil hier lagen eigentlich 4 Viecher dran. Also da, also hier hingen 2 an der Seite und da war, da waren 3 Viecher. Da hing nur einer. Aber ja, wir haben es irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie. Aber ja, gut für uns. Gut für uns. So. Auf der Insel müsste sich mein nächster Schatz befinden. Ertrunkene, hey. Mal Abwechslung, endlich. Endlich mal wieder eine Abwechslung. Es sind sogar ertrunkene Tote. Hi. Verdammt, bist du hässlich. Mach mal Quen. Alter, was habt ihr denn? Ey. Viecher. So. Oh, ein rotes Mutagen. Oh, noch mehr rote Mutagene. Nice. Das sind eigentlich die Mutagene, die mir am meisten fehlen. Obwohl ich schon 1000 von den Viechern besiegt habe. Ja. Hier ist er ja schon. Hier ist er ja schon, der Schatz. Schön mit der Fackel da. Sonst ist hier nichts. Hier ist sonst nichts. Okay. Dann können wir ja direkt weitermachen. Hallo? Hallo. Okay. So, da ist der nächste. Ist da unten noch irgendwas? Hier sind Eisschollen. Wie schön das aussieht, wenn da ein paar Fragezeichen einfach weg sind. Oh Mann, ey, das wird noch was. Ich meine, wir haben jetzt 7 Folgen, ne? Wir haben zwischendurch noch ein paar Quests erledigt, hier mit der Höhle und das eine da hinten noch. Ah, stimmt, das haben wir auch noch gemacht. Dafür haben wir 7 Folgen gebraucht. Wenn ich jetzt die 4 noch in der Folge schaffe, was ich mal denke, dann brauchen wir mindestens noch 7 Folgen, um die hier oben zu schaffen. Die hier. Und noch 1-2 Folgen für die da oben. Alter. Allein das sind schon 16 Folgen, nur wo wir looten im Wasser. Ich meine, das soll ja ein ziemlich ausführliches LP werden. Damit man alles gesehen hat. Also keine Fragezeichen sollen mehr übrig bleiben. Versuchen, alle Quests auf jeden Fall zu schaffen. Aber ich weiß nicht, ob ich schon Quests übersehen habe. Das kann alles sein. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir noch keine gefailt haben. Sonst wäre hier eine Kategorie mit nicht abgeschlossen oder so. Und so soll das Let's Play auch zu Ende gehen. Keine Quests gefailt. Zumindest versuche ich das. Soll kein 100% Let's Play werden, weil ich nicht weiß, wie man das definieren kann, diese 100% hier. Wenn ich zum Beispiel eine Quest habe und die
gab es nur in Weißgarten. Weißgarten, erinnert ihr euch, das waren die allerersten, allerersten Folgen. Da war ja noch das kleine Gebiet Weißgarten, wo wir zuerst mal mit dem Greif gekämpft hatten. Aber ja. Oh Gott. So viel zu lesen. Ich habe genug. Für meinen Vater und meinen Bruder bin ich nicht so wert. Sie lachen mich nur aus. Sie lachen die ganze Zeit. Sie sagen, mein Gesicht wäre so schön wie das einer Maid und dass ich nur dazu gut wäre, mit meinen im Bett zu liegen, statt mit Männern in den Kampf zu ziehen. Und eines Tages, so sagen sie, würden diese betrogenen Ehemänner mir das Genick brechen. Aha. Es ist wahr, es ist mir noch nie schwer gefallen, den Damen zu gefallen, aber darum habe ich niemals gebeten. Okay. So kann man es natürlich auch nennen. Marie wollte nicht, dass ich in ihre Schlafkammer fahre, also bummelten wir herum, bis ihr Mann Nuris Eisenseite und seine Kumpanen mit ihrer Beute zurück waren. Ich sprang in den kleinen Stand und horchte stumm, obgleich es dort unbequemer kaum sein könnte. Sie erzählten, sie hätten bei den Riffen zwischen Farö und Arzgelig ein Schiff mit großen Schätzen an Bord versenkt, die sie am nächsten Morgen aus der Tiefe bergen wollen. Als sie sich in den Schlaf getrunken hatten, schließe ich mir aus dem Kleinen und sagte Marie, dass wir ihnen die Kehle durchschneiden. Was? Den Schatzbergen und diesen schrecklichen Insel den Rücken kehren sollten, um an einen besseren Ort zu gehen, nach Kovir oder sogar nach Novigrad. Naja, ich weiß nicht, ob Novigrad besser ist als Skellige. Es braucht nicht lange, um Marie zu überzeugen, denn ihr Mann war ein wahrhaftiger Hurensohn, der sie oftmals schrecklich zugerichtet hatte. Noris und seine Leute sind also nun Fischfutter und ich bin los, um den Schatz zu bergen. Was kümmert's mich, dass ich kein allzu guter Seefahrer bin und ein Sturm aufzieht? Ich bin längst fertig und über alle Berge, ehe er losbricht. Ja, nein. Eisenseites Schatz. Der schwirrt da irgendwo im Wasser rum. Die Eisenseite. Juppie. Da unten sind wieder Viecher. Ertrunkene. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Zum Glück macht die Armbrust extrem Damage, wenn wir auf dem Boot sind. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde das sehr gut. Hier ist das Schiff übrigens. Haben wir ja direkt gefunden. Da ist auch die Kiste. So muss das laufen. Das war alles. Das war die mächtige Beute. Wow. Wow. Ja. Naja. So. Hallöchen. Next Quest. Ach, Quest, sage ich schon. Ist das da? Nein. Ich habe nach vorne. Hallo, ich drücke nach vorne und es fährt rückwärts. Ich drücke gar nichts gerade. Es fährt trotzdem rückwärts. Was zum Henker ist das nur? Jetzt drücke ich ein bisschen nach dem Seit. Und jetzt hat es wieder. Okay, jetzt kann ich wieder steuern. Das ist immer seltsam mit diesem Booten. Durch irgendeine Quest auf Arzgelegen bekommen wir ein größeres Schiff. Das bekommen wir erst, wenn wir alle Wasserfragezeichen abgeschlossen haben. Dann bekommen wir eine Quest mit einem fetten Schiff, was wir bekommen können. Ach, das würde ich dem Spiel zutrauen. So, hier ist es schon. Aber wir haben. Ach, da hinten ist das erst. Ich hab's nur ein bisschen falsch gesetzt. Hi. Du Scheißvieh.
Ja. Ich stirb. Mistvieh. So. Okay, unser Schiff wurde beschädigt. Wir müssen aber noch mindestens diese zwei Fragezeichen da holen. Müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Da ist noch eine. Okay. Oh Mann. Na, die Seite ist jetzt rot. Ja. Okay. Da ist ein Hafen. Ach, da waren die Brüder da. Diese Baumbart-Brüder? Irgendwie sowas. Irgend so komische Brüder. Du bist doch die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die müssen wir noch schaffen. Mit dem Bötchen hier. Oh Mann, ey. Ich hoffe, das klappt. Ich hab keinen Bock, dahin zu schwimmen. So, wir sind nicht weit entfernt vom ersten. Oh nein. Natürlich. Nein! Wehe dir! Ich spam einfach gerade nur die... Wir stehen noch. Unser Boot hat zwei. Oh mein Gott. Wir sind sowas von tot. Ja, oh Mann, wir haben nur noch zwei Fragezeichen. Ich will nicht ein neues Boot dafür opfern. Ich glaube, nach diesem Fragezeichen mache ich erstmal eine Pause. Ey. Ich meine, wir sind ja schon seit 7 Folgen jetzt dran. Meine Sessions, Aufnahmesessions, sind by the way immer so 7 Folgen. Weil 7 Folgen eine Woche. Dann habe ich immer genau für eine Woche meine Folgen. Da ich ja auch jetzt mehr Zeit habe, viel mehr Zeit. Warte mal. Naja, wir gehen auf jeden Fall zuerst zu dem und dann nach da. Ich hoffe, dass wir das easy hinbekommen auf der Insel. Dass da Ertrunkene sind oder so. Mal gucken. So, ach nein, sind sie wieder so scheiß Viecher, ey. Ich glaube, ich lasse das Boot hier irgendwo an der Seite stehen. Hässlicher Bastard. Thank you.
Boah. Okay, haben wir schon mal zwei erledigt. Wenn wir nicht zu weit zu schwimmen haben, setze ich mein Boot jetzt mal hier hin. Ja, ich komme ja schon. Oh, hi. Hi. Hey. Stopp. Das war die Kriegsbeute schon. Da oben ist noch ein Viech. Das können wir eigentlich gestohlen bleiben. Ja, okay, nice. Dann kriegen wir doch noch mit einem absolut kaputten Boot. Wenn er einschlägt, dann ist das Ding down. Ein Schlag kann das nur aushalten. Dann ist das kaputt. Wir müssen jetzt eh, keine Ahnung, 800 Meter in die Richtung. Gefühlt. Ja, das könnten 800 Meter sein. Und es sind, ja, 750. Nein. Wo kommst du denn her, du blödes Vieh? Wo kommt das denn jetzt her? Einfach so. Und danach müssen wir unbedingt eine Hafenschnellreise machen. Hoi, 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 hoi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, wir schaffen das schon. Hier, ich gönne mir mal eine Wasserflasche. Ziemlich dunkel, ne? Also, oh, da ist der Mond. Nice. Und Geralt sitzt gechillt auf seinem Bötchen. Da hinten leuchtet irgendwas. Weißt du, was das da ist? Aber es leuchtet. Tja. Also hier ist gerade echt unspannend. Oh Mann, ey. Da hinten sehe ich irgendwas. Was ist das? Da ist irgendwas. Was ist denn das? Da, wo die Viecher da gerade fliegen. Ach, da ist ein Schiff. Ah. Auf das wir wahrscheinlich nicht wieder rauf können. Obwohl. Da brennt es ja. Also, da leuchtet was. Ach nö. Wenn ich das schon sehe, habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust auf euch. Hey. Hallöchen. Hätte ja fast getroffen. Ich spring mal vom Boot. Hi. Kommt ins Wasser. Noch jemand? Ne? Gut, dann lasst mich mal hier looten. Leider nicht getroffen. Oh, wir haben den Bezwinger wieder bekommen. Nice. Tschüss. Yes. Wir haben's geschafft. Oh Mann. Auf das Boot können wir eh nicht drauf. Ja. Es brennt auch. Aber es verbrennt nicht.
Wir haben es geschafft. Holy moly, ey. So. Und Schnellreise verfügbar. Wir haben es geschafft. Wir haben den unteren Seeweg abgeschlossen. Komplett. Und das war wirklich Arbeit. Ich würde sagen, da muss ich zu Yennefer hin, ne? Wo gehen wir hin? Ja, nach hier, ne? Da ist ja auch ein Hafen, sehe ich gerade. Perfekt. Ich werde dann offscreen die Sachen schon mal verkaufen. So, das Boot werde ich jetzt eh sinken lassen. Ich fahre jetzt volle Karache gegen. So. Das Boot steht noch? Das Boot. Bitte was? Okay. Ich weiß nicht was, aber. Verbrennen! Ach, ich weiß, wo wir hier sind. Hier haben wir den Typen besiegt. So, ich gehe noch schnell. Hier, Larvik, genau. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und was wir in der nächsten Folge machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob. Mache ich noch weiter? Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Oh, Handy hier. Noch zwei Folgen aufnehmen. Ja, mache ich dann noch. Ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht machen wir noch theoretisch. Könnten wir zwei Folgen? Das reicht, um die Fragezeichen zu schaffen. Da können wir sogar eine Folge mit schaffen. Und die dann in der zweiten. Könnten wir schaffen. Dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir den Scheiß schon mal hinter uns. Dann fehlt uns nur noch das hier. Die große Tour. Und die kleine Tour hier noch. Das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich habe mich schon bedankt, ne? Egal, ich bedanke mich trotzdem nochmal fürs Zusehen. Und wir hören uns, sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Offscreen werde ich, wie gesagt, verkaufen jetzt.